Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es sind noch bis zum ET. Ich weiß gar nicht, ich muss gerade selber mal schauen. Ich habe so eine Countdown-App. Ich glaube, 23 Tage noch bis zum ET. Ja, 23 Tage noch bis zum ET. Ich habe gestern nicht gevloggt. Schaut mal, was wir gestern gemacht haben. Tada! Weihnachtsbaum geschmückt. Und wir schlafen nicht mehr auf dem Sofa, denn das hat sich dann doch als doof erwiesen, da Bernd kann ja nicht so schlafen wie ich. Also das heißt, ich hatte entweder immer seinen Kopf, wo er dann sich so reingebohrt hat bei mir, oder seine Füße, die er reingebohrt hat an mir. Und deswegen, ja, schlafen wir wieder oben. Ich bin aber heute Nacht um 3 Uhr dann runtergegangen, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Ich habe die Handgelenke so voll Wasser oder die Hände allgemein, das ist so, ich konnte halt einfach nicht mehr schlafen. Bernd ist gerade mit dem Hund raus und heute ist der 23. Dezember. Ich muss meine Kräfte schonen, deswegen bin ich hier geblieben. Denn heute bereiten wir das Essen vor für morgen, Heiligabend. Wir haben Familie zu Besuch, 2 Erwachsene, 2 Kinder kommen. Bernd macht Rouladen, da wolltet ihr alle, nicht alle, aber einige von euch wollten gerne sehen, wie Bernd die macht. Ich nehme euch mit, dann könnt ihr das sehen. Und ja, ich muss auch was vorbereiten für morgen, also halt so putzen, Haushalt, und ich mache ein Dessert. Und ja, deswegen Kräfte einteilen, damit ich das alles schaffe, weil sonst mache ich morgens so viel, also Rundlaufen und alles, was ich euch gerade erzählt habe, und dann liege ich nachmittags wieder flach mit Wehen. Deswegen so einteilen und nach alles machen und mich auch ausruhen zwischendurch. Ach so, und ich hatte euch in einem Video meinen Telegram-Account oder Account-Kanal, Gruppe, keine Ahnung, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, hatte ich euch mitgeteilt und verlinkt, und ich hatte halt da so einen Kanal eröffnet, dass man halt auch mal schreiben kann. Ohne, das soll ja so ohne, ach, wie heißt das, so Kontrolle oder so, dass man halt einfach mal schreiben kann über Sachen, die einen so bewegen, wo man auf Facebook oder YouTube nicht so drüber schreiben kann. Und dann hatte ich euch das mitgeteilt und da sind auch einige rübergekommen, aber mir, da hat niemand geschrieben. Und ich dachte schon so, okay, warum schreibt denn da niemand? Und dann hat mir jemand auf Instagram geschrieben, dass das halt ein Kanal ist und da kann nur ich dann schreiben und ich müsste halt eine Gruppe eröffnen, wo dann halt alle schreiben können. Also habe ich eine Gruppe eröffnet und habe den Link in der Infobox wieder gewechselt. Jetzt ist da halt der Link zu der Telegram-Gruppe drin. Also wenn ihr da Interesse habt, kommt gerne da rein. Gestern Abend waren da, glaube ich, 13 oder 14 Stück sind wir da drin. Haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Nichts Weltbewegendes, außer so, hi, wie geht's? Hallo, juhu, ich bin auch hier. Aber sonst ist da noch nicht viel passiert. Aber ja, der Link ist jetzt immer unter den Videos. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ach, Scheiße. Was ist? Was soll denn? Komm mal weg. Oh, ja. Bernd ist im Stress. Ich bin im Stress? Doch. Weil ich Mist gemacht habe. Ich habe nämlich gestern das Sieb bei der Waschmaschine unten, was man da so aufdrehen kann und den Dreck rausholen kann, habe ich gereinigt und habe es auch wieder reingedreht, dachte ich. Aber ja, wir haben gerade schön gefrühstückt hier. Ganz lecker. Bernd wollte was aus dem HWR holen. Mini-Maiskolben, ne? Ja, und Silberzwiebeln. Und dann dachte er erst, der Hund hat dahin gepinkelt. Aber nein, der ganze HWR war unter Wasser, weil da so eine Schraube in diesem Sieb sich irgendwie, also nicht in dem Sieb, sondern in diesem Kanal, wo das reinkommt, verhakt hat. Und dann war die Rezeption ist ausgelaufen. Haben wir, oder hauptsächlich Bernd, hat dann den ganzen HWR einmal umgeräumt und gereinigt. Ja, was ist mal weg? Was mache ich? Das haben wir wegpacken. Das packe ich weg. Ist das sauber? Nee. Doch. Das ist unsere Superreibe. Da wurden wir schon voll oft nachgefragt. Keine Ahnung, haben wir immer noch Brüder geholt. Ja, aber die gibt es auch bei Amazon. Amazing. Haben wir deinen Eltern auch schon geholt. Habe ich euch schon ganz oft verlinkt. Da gibt es nämlich auch, das nehme ich am liebsten für Gurken und so. Da. Oder was auch immer man in Raspeln Scheiben machen möchte. Ganz hauchdünne Scheiben, aber mal 4. Man macht einmal Ratsch und hat 4 Scheiben.
dann kann man das, also kann man auswechseln, die Dinger. Richtig cool. Ja, Bernd hat jetzt die Rouladen, die wir schon vor... Oh, hallo, Licht. Ja. Jetzt haben wir 200 Liter da abgefüllt, bei der Gelegenheit. 2,5. Das ist aber mit dem Schwamm jetzt, das ist aber ekelig. Ja, den habe ich ja seit 2 Tagen gebraucht. Machst du das extra so, dass ich das nicht sehe, oder? Ja, gerne. Ist doch schön, dass die so fein geschnitten sind. Die habe ich ja diesmal extra gemacht. Ja. Wunsch ungefähr. Kalle, hast du gehört mit den Chips? Ja. Klar. Wenn die nicht eingefroren sind, sind die ein bisschen einfacher noch zu formen. Und bröseln die nicht so. Wichtig ist halt, dass die komplett zu machst mit Wasser. Weil die sonst halt in der Soße auslaufen. Hat man jetzt nicht so gesehen. Genau, und dann werden die angebraten und dann kommen die ins Söschen, was noch püriert wird, aber das zeige ich euch nachher. Das wird nicht püriert, das wird gesiebt. Dann wird das gesiebt. Die Küche ist wieder aufgeräumt, etwas zumindest, einigermaßen. Und wir essen heute wieder Reste. Wie hieß das nochmal? Das habe ich gezeigt auch, das Rezept. Kartoffel-Linsen-Eintopf. Dazu gibt es Frikadellen und Schnitzel. Und dann geht es wieder aufs Sofa, denn wir gucken Walking Dead weiter. Walking Smurfy. Walking Smurfy. Jetzt zeige ich euch den Baum. Einmal hat der Smurfy den umgeschmissen, als er noch nicht geschmückt war, der Baum. Die sehen aus, als ob die flackern, die Lichter in der Kamera. Die flackern aber nicht. Ja. Und ich habe außer die Spitze, die ist aus Glas, habe ich nur Plastikschmuck dran gemacht. Und der Rest ist alles noch in den Kisten, weil ich Angst habe, dass die kaputt gehen. Ja. Jetzt essen wir erstmal. Smurfy will auch. Smurfy, runter da. Geh runter. Smurfy, runter! Geh mal ab auf deinen Platz. Ab auf deinen Platz. Ja, ich jetzt ein Stück Freaky. Platz. Warte. Er muss immer genervt schnauben, ne? Wir warten übrigens auf den Amazon-Menschen. Weil, was haben wir uns bestellt, Bernd? Alles. Brotschneider. Eine Brotschneidemaschine. Ist fein. Ja. Ich finde die lecker, die Soße. Probier du mal. Die Rouladensoße. Achso, die wollte ich euch ja noch zeigen, die Rouladen, wie die jetzt aussehen. Wow. Richtig lecker. Morgen gibt es Klöße dazu, selbstgemachte, ne?
Ja, jetzt schmeckt die besser. Dann liegt das doch daran, dass das Fleisch jetzt da drin lag, oder was? Ein bisschen nachsalzen kann man ja am Teller noch. Ja, klar. Dann würde ich die gleich einfrieren und die dann nachschütten. Ja. Oder? Ja. Also selbstgemachte Klöße, Rotkohl, Erbsen, Möhren haben wir dabei, ne? Ja. Ja. Das ja, war's. Spätzle, genau. Am ersten Weihnachtstag essen wir dasselbe nochmal, Reste. Und am zweiten haben wir Schnitzel oder halt Nuggets gedünst. Bratwurst, Kartoffeln, Pommes. Genau, da gibt es dann die ungesunden Sachen. Weil am ersten Weihnachtstag machen wir nichts, haben wir keinen Besuch und gehen nirgendwo hin. Und am zweiten haben wir nochmal einen Haushalt zu Besuch. Jetzt bin ich richtig voll gefressen, das tat richtig gut. Ich hatte so Hunger. Ja, was haben wir denn heute überhaupt gegessen? Wir haben keinen Shake heute gehabt. Irgendwie hatte ich gar keine Lust, den heute Morgen zuzubereiten. Das war so ganz komisch, weil ich halt heute Nacht auch voll viel wach war wieder. Und dann kam Bernd um 7:30, glaube ich, runter. Ich weiß gar nicht mehr wann. Und dann, ich hatte einfach keinen Bock, den Shake zu machen. Und dann gab es keinen heute. Ja, dann haben wir ein Brot gegessen, gefrühstückt halt heute Morgen. Ja, und jetzt um 15 Uhr erst dieses Mittagessen, also die Reste gegessen, weil wir ja gekocht haben so lange. Ich wurde gefragt, ob wir einen Online-Shop noch haben, aber der ist inaktiv, der Online-Shop. Also ist keine Werbung hier. Der ist, den haben wir offline genommen. Ich trage das einfach nur, weil die Murmel da einigermaßen reinpasst. Und das hat ein bisschen träger, sonst habe ich halt viele so wie Unterhemden oder mit lange Ärmel. Deswegen T-Shirt. So, nur dass ihr Bescheid wisst. Ja, Bernd und Calvino sind jetzt mit Smurfy ein bisschen in die Felder spazieren, dass der die große Runde Auslauf bekommt. Und ich darf wieder hier bleiben. Uns hat dieser HWR heute total aus dem Konzept gebracht, dass da alles so umgeräumt werden musste und trockengelegt werden musste. Ich meine, jetzt ist der halt schön sauber, klar. Aber wir haben unter der Waschmaschine haben wir so eine Matte, wie heißen die denn? Die ist so bunt, so schwarz und bunt, so Schaumstoff. Die gibt es im Baumarkt, die ist so richtig schwer, damit die halt so gepolstert ist, die Waschmaschine, damit die nicht so laut ist. Und die war vollgesogen mit Wasser und dann haben wir die halt weggemacht unter der Waschmaschine und alles hervorgeholt, alles trocken gemacht und so. Alles ist schön sauber, aber jetzt können wir alles noch nicht wieder hinstellen, weil diese Matte muss jetzt erstmal trocknen. Die hängt jetzt oben im Badezimmer über der Badewanne und das können wir morgen erst machen. Also an Heiligabend können wir erst alles wieder richtig hinstellen im HWR. Das ist so ärgerlich. Das hat uns richtig zurückgeworfen heute. Also es war so, ich habe ja gesagt, ich muss meine Kräfte einteilen heute. Und das waren so unnütze Kraftreserven verbrauchen eigentlich. Egal. Oben saugt jetzt der Staubsaugerroboter. Das reicht. Morgen wische ich da nur einmal schnell das Bad mit dem Mop durch. Und den Rest putzen mache ich dann morgen hier. Essen ist soweit fertig, nur die Kartoffelklöße macht Bernd morgen noch frisch und ja, ich mache dann morgen hier den Haushalt. Um 15 Uhr kommen die Gäste. Ja, das schaffen wir alles. Oh, ja, ja. So, ich zeige euch einmal. Das ist das hier. Das ist für Calvino. Das ist so unser Hauptgeschenk für ihn. Was es ist, werde ich euch morgen zeigen. Ich versuche morgen zu vloggen am Heiligabend. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig, weil wir halt auch Besuch haben beim Auspacken. Muss ich gucken, wie ich das schaffe. Wir haben jetzt überall die Namen so draufgeschrieben, dass die Kinder selber schauen können, was wem gehört. Und hier haben wir jetzt die anderen Geschenke zwischengelagert. Also es ist jetzt nicht alles für Calvino, das ist halt auch für Oma, Opa und für andere Kinder. Ist gemischt, wir haben es jetzt nur hier reingestellt, damit der Smurfy das nicht schrömmeln kann. Der da auf dem Sofa liegt und auf mich wartet. Ja, und ich habe hier, oder wir haben hier alles, diese Wäschekörbe hingestellt. Da teile ich ja immer alles ein, wisst ihr.
40 Grad schwarz und so. Wird da alles eingeteilt und hier ja, ist die Katastrophe heute passiert. Deswegen ist hier das Mega-Chaos. Das nutzt nichts. Die Waschmaschine läuft. Das ist das Wichtigste. Wir dachten erst, die ist kaputt. Und da unten war das Sieb halt. Ich sag euch, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche. Ja, unser Sauger ist auch endlich hier. Hat der Bernd an die Wand gebracht. Jetzt lädt er halt direkt hier auch an der Wand. Voll super. Richtig praktisch. Ja, so, Bernd ist noch mal kurz weg. Ein Geschenk für jemanden vor die Tür legen bei jemandem. Für morgen. Ihr Irren. Der Amazon-Mensch war da. Amazon. Und Bernd ist ganz excited. Du doch auch. Pack aus. Ich hab. Nee, Smurfy. Ich hab gesagt, lass uns das einpacken für morgen. Tada! Ein elektrischer Allesschneider. Also es ist keine Brotschneidemaschine. Genau, dann können wir endlich unseren Schinken schön eben schneiden. Und unser Carpaccio oder so, das wird doch auch so fein geschnitten, oder? Das ist ein Carpaccio-Schinken, ne? Ja, das ist doch so rohes Rindfleisch, das wird gefroren, so ganz fein. Habe ich noch nie gerne gegessen. Ich habe es auch nie gegessen, aber... Ich meine, das wird so geschnitten. Oh ja, wenn wir sowas noch essen würden. Wir testen das. Med hat der Bernd mitgebracht. Medizin. Smurfy. Medizin. Das ist aber schwer, das Ding. Schön. Der ist ja aus Metall auch, ne? Ne, ich wollte nicht so ein Kunststoffding. Ja. Na, guck mal, hier ist die Schneide. Auffangschale. Die Krümmel, die da hoffentlich alle immer schön reingehen. Nee, da fällt das Brot rein. Okay. Das ist richtig so, dass das so schräg ist, ja. Ja, so ist es auch. Du musst es aber andersrum machen. Also. Weil du schneidest ja mit rechts. Ich bin Linksschneider. Ich dachte, du bist rechts. Rummischneider. Schneider. Ich habe ja schlechte Erfahrungen mit so einer Brotschneidemaschine, ne? Da war ich 12, 13. Hast du dir die Hand abgeschnitten? Fast, ja. Und wir hatten auch so eine zu Hause, so eine Brotschneidemaschine. Und wir hatten ein Brot noch, das war ungefähr noch so. Zwei Scheiben, würde ich sagen, hätte man da noch rausbekommen. Ja. Michaela hatte starken Hunger, wie immer, und wollte drei Scheiben daraus schneiden. Dann war die Salami direkt da drauf. Das sieht man nicht, weil nicht fokussiert. Aber da ist so ein leichter heller Punkt auf dem Zeigefinger. Da habe ich mir schön die Fingerkuppe abgesäbelt. Deswegen, immer wenn ihr sowas benutzt, benutzt dieses Teil mit. Handle Viscare. Ja, Handle Viscare, stimmt. Benutzerhandbuch von Dr. Firma Ritter. Warum denn? Weil ich das nicht raffe. Warum raffst du das denn nicht? Mach hin. Ungarisch als erstes drin. Bernd, was verstehst du denn jetzt nicht? Wo kommt denn die Platte jetzt hin? Kommt die jetzt oben? Welche Platte? Die da unten liegt. Die hier? Ja. Ist doch richtig. So? Ja. Voll doof. Warum? Wenn du dann hier schneidest, hier kommen die Krümel raus und dann ist hier die Platte. Ja, wo ist das hier. Brot? Kannst du die Millimeterzahl? Hier ist das Brot. Das soll jetzt schneiden, das Gute. Mir geht das schlechter. Wieso das Schlechte? Das ist einfach älter, das Alte. Dann kannst du Dauerbetrieb machen. Ey, das Schnäuzchen ist gleich abgeschnitten. Und? Wir werden die Scheiben. Hier aber wenig Watt. Das merkt man aber, oder? Pass auf die Finger auf, ne? Jetzt auch mal. Zeig mal eine Scheibe. Schöner als unsere, auf jeden Fall von Hand geschnitten. Murphy. Ich habe die halt hier länger gehofft. Ja, was erwartest du für den Preis? Was 100 Euro. Da habe ich schon ein bisschen, obwohl die aus Plastik wären dann auch. Ja, dann lass zurückschicken. Ich schneide mal. Achso, dann musst du hier gedrückt halten bei 2.
Also ich würde sagen, für unseren Bedarf. Die schneiden deshalb schön sauber ab, ne? Ist sie okay, weil wir ja 2, 3, 4 Mal die Woche ein Brot schneiden. Wenn wir jetzt natürlich auf dem Markt Brot verkaufen möchten. Ja, nee, dann auf keinen Fall. Aber so finde ich, ist das doch okay, oder? Auch von den Scheiben. Ja, wir haben diesmal Brot gebacken mit Kürbiskerne unten drunter. Ich habe das sonst immer gehabt, da hat er das Brot so das Ende so abgefuddelt. Ja, das macht er ja nicht, das macht er ja schön hier. Schön. Aber noch schöner ist das, wenn man das schneidet und direkt hinlegt hier. Kann man ja machen, ne? Oder? Ja. Und er setzt mich halt auch dabei. Ich hab's halt größer erhofft. Aber wenn ich so zurückdenke, das war meine Mama noch kleiner. Und das Schöne ist auch die Schieflage so ein bisschen, dann fällt das auch weg. Ne? Und ist vielleicht auch ganz gut, dass der nicht so schnell läuft. Und, ne? Wir können uns dann nächste Woche mal einen Toast kaufen. Jetzt kommt Angst. Soll ich den Rest machen? Lass mich den Rest machen, komm. Er sitzt wieder gut, sagt er. Baby, darf ich aufstehen? Dann muss ich jetzt so machen. Du musst so machen. Ja, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe nämlich ein Geschenk für Bernd geholt. Also bestellt. Und jetzt war er ja gerade weg und da hätte ich das voll gut einpacken können. Habe ich verpasst. Vergessen. Ich zeige euch das. Ist ein Spiel, weil ich dachte, Silvester können wir das spielen. Wir haben mal sowas mitgemacht. Wie heißt das? Wo man so ein Escape Room haben wir mal mitgemacht, so ein Spiel. Das war voll interessant. Also da geht man halt in so einen Raum, wird eingeschlossen und muss dann Rätsel lösen, um rauszukommen. Das ist ja alles zurzeit nicht möglich wegen Corona. Und habe ich gedacht, das könnten wir auch mit Calvino schon spielen. Ja. Da. Muss ich gleich heimlich einpacken. Bitte? Ja, oder was schlossen wir oder so. Es ist der nächste Tag und der Tag ist schon vorbei, es ist schon dunkel draußen. Nicht gevloggt. Piss mit dem. Mit dem Smurfy. Der Besuch ist weg. Mit dem Wandpinkler. Ja. Ja, wir hatten halt Besuch hier und die Mädchen kennen Hunde nicht so und deswegen haben wir Smurfy ganz viel abgelenkt mit Leckerchen. Und mit Bier. Mit Bier? Und der hat unter anderem auch so ein Riesenteil Rinderhaut oder so trockene zum Kauen gehabt. Bis gleich. Und hat ganz viel daran geknabbert und hat er ganz viel getrunken und hatte ganz viel Durst. Und hat er einmal das Beinchen an die Wand gehoben gerade. Waren wir nicht schnell genug mit Taita gehen. Jetzt geht Bernd nochmal mit ihm. Wir haben schon 21 Uhr. Der Besuch ist weg. Alle waren, glaube ich, zufrieden. Es hat allen Spaß gemacht und ich habe ein Stativ geschenkt bekommen, das, was ich mir gewünscht habe. Das benutze ich jetzt gerade, das teste ich. Das erleichtert mir halt meinen Vlogging-Alltag mit der Kamera. Und da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe eine Schüssel vom Calvino geschenkt bekommen, eine total schöne. Und was habe ich noch bekommen? So festes Seifenshampoo und so ein Duschgel und eine Kulturtasche, eine selbstgenähte. Ja, Bernd hatte dieses Spiel bekommen, das habe ich euch ja in dem Video schon gezeigt. Und Calvino, das große Geschenk war, er hatte sich das Lenkrad geholt für die PlayStation, dass er Formel 1 spielen kann. Und halt mit so einem Rennlenkrad, wo die dann an dem Lenkrad auch schalten können oder so. Und Pedale, Gaspedal, Bremspedal und so. Und das war halt total schade, weil er konnte es gar nicht benutzen. Weil wir hatten das an so einem Schreibtisch festgemacht mit seinem Schreibtischstuhl. Und dann ist es halt, entweder sind die Pedale weggerutscht
oder sein Stuhl ist weggerutscht und dann hat er es halt gar nicht genutzt. Und wir haben ihm so eine Halterung dafür geschenkt, wo er halt das Lenkrad festmachen kann. Und ja, jetzt ist er oben ganz glücklich und spielt damit. Endlich kann er Autorennen spielen und Rennfahrer sein. Also ihr wisst, was ich meine. Er hat halt total Spaß daran, Autorennen zu fahren mit dieser Halterung jetzt, ne? Weil es rutscht nicht mehr weg und jetzt kann er es endlich nutzen. Ja, es war total schön. Wir hatten hier den Tisch so umgedreht. Sieht man das? Also normal steht der so und jetzt stand der so, weil halt zwei Kinder und zwei Erwachsene noch dazugekommen sind. Dann war das so viel praktischer. Und ja, morgen machen wir nichts außer chillen. Ich weiß, eigentlich wollte ich heute auch vloggen, aber ich habe den Tag einfach mal ohne Kamera genossen. Das tat auch gut. Und ich habe auch überlegt, wenn ich jetzt hier den Heiligabend filme und euch dann, also ihr seht, die Videos ja zeitversetzt, also ihr würdet dieses Video Anfang Januar sehen oder so, dann ist das ja auch total blöd, ein Heiligabend-Video zu gucken. Ja, egal. Habe ich halt nicht gefilmt, das tut mir leid. Einmal so. War schön. Auf jeden Fall, es war ein schöner Nachmittag. Und ja, ich würde das Video jetzt dann hier beenden. Habe ich ja gestern nicht gemacht. Irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ich morgen vlogge. Mal schauen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.